Hi everyone, and welcome to the next episode of Inside AMG, where today everything is going to revolve around wheels, because wheels are an integral part of any car. Without wheels, there is nowhere to go to, and the development of wheels has had a very long tradition with Mercedes-AMG. So to learn more about that, we're going to meet two experts in today's show, and the first one we're going to meet right now, so yeah, there's a lot more to look forward to. Stay tuned. Today's episode is going to be in German, by the way. But as always, you can activate subtitles by clicking up top or down at the bottom. And there he is, Frank, grüß dich. Hallo Felix, servus, wie geht's dir? Gut geht's, gut geht's. Schön, dich zu sehen. Dankeschön, ebenso. Ja, einem kann es ja nur gut gehen bei dem Wetterchen und dann mit so einem Fuhrpark, den du hier vorbereitet hast, nicht extra schlecht. Extra für dich, schönes Wetter und schöne Autos und fällt dir was auf, was an den Autos ähnlich ist? Ich würde mal sagen, die haben alle das gleiche Raddesign. Ja? Wir sprechen über Räder, deshalb haben wir da speziell die ähnliche Räder, ähnliche Technologie in unterschiedlichen Evolutionsstufen. Ah. Extra für dich vorbereitet. Gehen wir später im Detail noch ein bisschen näher drauf ein. Um die Herleitungsgeschichte dir näher zu bringen, können wir in den Showroom reingehen. Da habe ich noch was für dich vorbereitet. Da können wir dir das schön genau zeigen. Super, dann würde ich sagen, gehen wir direkt rein, oder? Wunderbar. Bitteschön. Ah. So Felix, du siehst, hier ist schon schön was aufgebaut und natürlich das Eingepackte zuerst nicht auspacken. Das machen wir ganz am Schluss, deshalb ist ja eingepackt. Du kennst mich gut, mich zieht es da magisch hin zu solchen eingepackten Sachen. Da will ich immer gleich schauen, was da drunter ist, aber... Du stehst schon richtig, weil jetzt fangen wir mal kurz in der Geschichte an. Also wir gehen zurück nach 1971, das ist noch nicht das Gründungsjahr, 1967 war das Gründungsjahr, aber wir sind 50 Jahre in der Vergangenheit. Wir sind in dem Jahr, in dem das schöne rote Auto, das wir da drüben sehen, die rote Sau, gefahren ist. Und man sieht auch schön, die Designsprache ist die gleiche. Und vor allem, es ist eigentlich eine komplett andere Designsprache als die, die wir heute haben. Ach, das kann man wohl sagen, ja. Man sieht auch, die Räder waren damals im Allgemeinen noch ein bisschen kleiner. Ja, das war alles ein bisschen anders. Das war so die Zeit, in der die ganzen Gussradhersteller groß geworden sind, in dem die Gussradhersteller gegründet wurden und in das Thema langsam aufgekommen ist. Davor waren die Stahlräder eigentlich state of the art und Leichtmetallräder hatten durchaus Gewichtsvorteile, Rundlaufvorteile und waren auch zu der Zeit damals schon leistungsfähiger für sportliche Fahrzeuge gegenüber Stahlrädern. Und jetzt ein Stückchen weitergegangen in der Historie von AMG, da sind wir dann in den 90er Jahren ungefähr. Das ist so das typische AMG-Styling, das man oftmals sieht und das man auch so mit AMG verbindet. Und da hat man auch angefangen, den AMG-Schriftzug drauf zu machen, der ja heute ganz prägnant auf jedem Rad drauf ist und der auch wichtig ist. Ich muss sagen, das Rad, das weckt die meisten Kindheitserinnerungen. Ja, du sagst, es kommt aus den 90ern, ich bin mit dem Rad groß geworden. Das war das Design irgendwie, das stand irgendwie für Performance. Ich finde das total, ich finde das immer noch total gefällig, ja. Also es ist ja sehr flächig und irgendwie, ich finde, das ist gut gealtert. Absolut, es ist ein Klassiker und das kann man heute noch sehen und es passt immer noch sehr schön auf die Autos. Die Dimensionen, das waren damals, was du hier siehst, das waren große Räder für die Autos. Ich meine, jemand, der sein Fahrzeug getunt hat, der wollte natürlich größere Räder haben, ja, als die Serie. Und das waren die größeren Räder. Aus heutiger Sicht sind sie schon wieder relativ klein, aber die Entwicklung ging halt dramatisch weiter. Die Motorleistung ist deutlich gestiegen, die Bremsen sind viel größer geworden, die größere Bremse braucht mehr Platz im Rad, also wächst das Rad, die Reifen können mehr, hat sich alles verändert. So. Das sieht man natürlich schon auch, ah ja gut, das ist dann natürlich ein bisschen massiver aufgrund der Größe und aufgrund der Fläche. Und aufgrund des Designs. Das Design ist natürlich jetzt nicht auf Lechbau ausgelegt. Ist nicht schlecht. Wir hatten angefangen über Schmiederäder sprechen zu wollen, über das Design Spar, das wir draußen schon kurz gesehen haben auf drei Autos. Das hat eine bestimmte Entstehungsgeschichte. Das ist auf dem C205 Coupé zum ersten Mal angekommen. Und die Entwicklung, es war die Direktive an die Entwicklung raus, zeigt, was ihr machen könnt, um das Fahrzeug maximal performant hinzustellen.
Und dann haben wir uns natürlich auch überlegt, was können wir auf der Räderseite machen. Die Räder sind wichtig, das ist die ungefederte Masse, es ist rotatorische Masse. Das heißt, ein Kilo Gewicht gespart am Rad ist sehr viel mehr wert als ein Kilogramm ungefederte Masse. Das ist der total kritische Punkt. Da kann man an jedem Gramm wirklich sparen oder sollte an jedem Gramm sparen. Also Rad, Reifen, Radbolzen, alles, was irgendwie geht. Absolut, hast du recht. Ja, also genau, das Rad ist mit der wertvollste Konstruktionspunkt am Fahrzeug, bei dem man Gewicht sparen sollte. Mhm. So, jetzt gehen wir mal ganz hier runter. Wir haben hier ein schönes, gefälliges Rad, wie wir es auf unseren Fahrzeugen drauf haben, auf vielen verschiedenen Fahrzeugen. Es ist gegossen. Du kannst es gerne mal kurz in die Hand nehmen, um dir ein Bild zu machen vom Gewicht her. Es ist immer noch ein Leichtmetallrad, aber man merkt natürlich schon, allein aufgrund der Größe hat man schon einiges in der Hand. Ich denke, im Vergleich zu dem Rad von den 1990er Jahren hast du vielleicht jetzt ungefähr das ähnliche Gewicht in der Hand. Ja. Aber es ist deutlich größer. Das heißt, es ist technologisch schon einen Schritt weiter, obwohl es auch einfach nur gegossen ist. Absoluter Klassiker auch, das Rad. Das sieht man total häufig auf AMGs, aber auch auf Mercedes-Fahrzeugen gibt es ja auch in der AMG-Line. Echt schick. Und die ganze Reihe dieser Räder habe ich jetzt deshalb so aufgebaut, weil die haben alle die gleiche Dimension und ungefähr die gleiche Tragfähigkeit. Das Ganze dient dazu, um dir jetzt zu zeigen, wie sind die unterschiedlichen Technologien, wie stark ist der Designeinfluss und wo fängt das Design an, dann mit der Technik in Konkurrenz zu gehen und wo fängt dann an, die Technik so langsam auf die Überholspur zu gehen. aber dann wird es trotzdem noch schön. Ich zeige dir das. Hier haben wir ein Rad, das ist auch von der Baureihe 205, 19 Zoll, gegossen mit zusätzlichem Technologiefeature Flowforming im Felgenbett. Flowforming, okay. Das ist man nennt es auch Abstrecken, Auswalzen. Das ist eine Umformung des Materials, was dem Material im Felgenbettbereich eine höhere Festigkeit gibt, wodurch ich auch wieder die Möglichkeit habe, die Wanddicke zu reduzieren. Also wenn man jetzt dadurch, das vergleichen würde, ist es hier dünner als... Exakt, ja, das ist genau. Also und zur Begrifflichkeit, es ist ein bisschen Unterschied, merkt man schon. Es ist kein Riesending. Natürlich, wenn du Räder vergleichst in unterschiedlichem Design, dann kommt es natürlich auch immer darauf an, dass man das Design mit in Betracht zieht. Also das Design hat einen sehr starken Einfluss auf das Gewicht des Rades. Und wenn wir jetzt nochmal einen Schritt weiter gehen, dann sind wir schon bei einem Schmiederad. Du siehst, das ist noch filigraner. Und zwar auch deshalb, weil ich das aus einem geschmiedeten Werkstoff noch filigraner machen kann, als ich das bei einem Gusswerkstoff machen kann. Das ist der entscheidende Techniksprung. Guss einfach, wir haben die Form, da kommt das flüssige Metall rein, härtet aus und sieht dann mehr oder weniger so aus. Natürlich wird noch ein bisschen nachgearbeitet. Genau. Und hier ist es dann grundsätzlich anders. Herstellungsverfahren ist grundsätzlich anders. Also in die Gusslegierung kommt direkt in die Form das flüssige Aluminium, erstarrt dort und ich muss natürlich gewisse Randbedingungen des Herstellungsprozesses berücksichtigen. Mhm. Ich muss die Wanddicken so gestalten, dass sie gießgerecht sind, dass sie erstarrungsgerecht sind. Das muss ich dort alles berücksichtigen. Das heißt, ich bin dort von der Form her ein bisschen gebunden und kann nicht rein nach Festigkeits- und Designgesichtspunkten agieren. Beim Schmieden habe ich schon ein bisschen mehr Freiheitsgrade. Ich starte auch vom flüssigen Aluminium. Ich gieße dann eine Stange, eine große Stange. Mhm. Aus der schneide ich dann den Bereich raus, ein solches Stück, was ich brauche an Gewicht und an Volumen, um eben genau das Rad zu produzieren, das ich machen möchte. Es ist nicht so wie beim Schmied, den man sich so vorstellt, der mit dem Hammer draufhaut. Also da wird nicht geschlagen, sondern es wird schön langsam gedrückt und das Aluminium fließt dann in die Form und bildet dann am Schluss diese Geometrie aus, die ich haben möchte. Okay. Und durch dieses Fließen, durch dieses Umformen, bekomme ich eine Werkstoffoptimierung, eine Verbesserung. Ich habe höhere Festigkeit, ich habe bessere Elastizität und dadurch kann ich filigraner bauen, dünnwandiger, leichter, performanter. Das testen wir doch gleich mal. Man merkt tatsächlich einen Unterschied. Also es ist nicht viel leichter, weil es ist ja auch noch relativ viel dran aufgrund des Designs, aber es ist schon... Es ist leichter. Es dürfte ungefähr ein gutes Kilogramm sein, das der Unterschied ist. Und wie du schon sagst, oder wie ich vorher auch schon eingangs gesagt habe, das Design ist ein wichtiger Punkt für das Gewicht des Rades. Das können wir jetzt schön sehen an dem nächsten Rad. Bei dem ist das Design etwas reduziert, würde ich sagen. Das ist schlichter, das ist funktionaler, das ist sehr sportlich.
Ich finde, es ist trotzdem ein schönes Rad. Es ist auch ein absoluter Klassiker. Es hat das gleiche Herstellungsverfahren. Wenn du es mal in die Hand nimmst, wirst du wahrscheinlich gleich nochmal einen Unterschied feststellen. Das ist ja krass. Siehst du? Also da ist er wirklich... Der Unterschied ist wirklich deutlich. Hier gibt es zwei Räder, hier gibt es drei Räder, die eine etwas geringere Tragfähigkeit haben, weil sie für ein Auto gebaut sind, das insgesamt leichter war. Von dem her gibt es natürlich auch nochmal einen Gewichtsvorteil. Das betrifft das eingepackte Rad, auf das wir ganz am Schluss gehen, und diese zwei Schmiederäder hier. So, das nächste Rad, das du hier jetzt siehst, das ist quasi eine Evolutionsstufe davon. Auch damals hieß es, könnt ihr da nicht noch irgendetwas machen. Ich will jetzt das Rad nicht komplett neu erfinden, ich will bei dem Design bleiben, aber da muss doch noch was gehen. Es ging noch was. Wir haben viele Details gefunden, um das Rad leichter zu machen, und wir haben ein augenfälliges Detail gefunden, um das Rad leichter zu machen, diese seitliche Befräsung. Jetzt sehe ich es erst, ich wollte schon sagen, das ist ja das gleiche Rad, das hat nur eine andere Farbe, aber das wird wahrscheinlich keinen Gewichtsunterschied machen. Die Farbe macht tatsächlich keinen Gewichtsunterschied, da hast du recht, aber diese seitliche Befräsung ist ein Teil davon, das einen Unterschied macht, und viele andere Details auch. Effektiv, diese beiden Räder können das Gleiche. Das Rad, das du jetzt, auf das du der Hand hast, das wiegt tatsächlich 700 Gramm weniger. Das sind am Auto schon fast 3 Kilogramm ungefederte Masse. Also das ist wirklich beeindruckend. Das Rad ist, also im Vergleich, wo wir herkommen, ist es gar nichts, was das Rad hier wiegt. Und es ist die gleiche Dimension. Und man sieht es auch richtig schön, wie hier massivs Material wirklich rausgenommen wird, um diesen Gewichtsvorteil zu erzielen. Ich würde sagen, das ist noch sehr verhalten Material rausgenommen. Das können wir noch deutlich besser. Deshalb zeige ich dir jetzt das nächste Rad. Das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Ne? Genau. Die Räder haben alle interne Bezeichnungen. Das ist Spa, das ist Monza. Queensland. Jetzt muss ich selber überlegen. Belgrad. Belgrad war es. Und hier haben wir Livorno. Livorno. Ah, sehr schön. Wieder was dazugelernt. Deshalb reden wir hier von Design Spa. So, Besonderheit von Design Spa. Wir haben gegenüber diesem Rad hier die gleiche Dimension. Wir haben 150 Kilogramm mehr Tragfähigkeit. Klar, das ist für den GT gebaut. Das ist für die C-Klasse. Die C-Klasse ist ein bisschen schwerer, auch ein Viersitzer. Also wir haben 150 Kilogramm mehr Tragfähigkeit und wir haben die doppelte Steifigkeit von diesem Rad. 150 Kilo mehr Tragfähigkeit. Ja, und doppelte Steifigkeit. Jetzt vergleich mal das Gewicht dieser beiden Räder. Das ist echt... Es ist nicht leichter, effektiv sind sie gleich. Es ist aber trotzdem immer noch beeindruckend, wenn man denkt, wie viel mehr Traglast das Rad ja auch mit sich bringt. Exakt. Man würde erwarten, das ist ein richtiger Klopper, aber ist es überhaupt nicht. Ich sage jetzt mal plump, ein leichtes Rad machen kann jeder. Die Frage ist nur, wie ist seine Lebensdauer und wie ist seine Tragfähigkeit und wie ist die Steifigkeit? Stimmt. Wahnsinn. Also auch hier gerade das, was du angesprochen hattest, diese Ausfräsungen, das ist so wahnsinnig fein ausgearbeitet hier. Also wenn man da mit dem Finger drüber geht, man merkt wirklich, wie wenig Material da eigentlich noch dazwischen ist. Die Wanddicke ist wirklich nicht hoch. Und das ist die erste Evolutionsstufe dieser Radtechnologie, würde ich jetzt mal sagen. So, wenn du möchtest, kannst du jetzt auch mal so ein bisschen das eingepackte Rad dir näher anschauen. Also ich habe ja gesagt, wir sind so quasi 6 Jahre in der Vergangenheit mit diesen ganzen Rädern hier und haben hier ein Aftermarket-Rad, auch Stand der Technik von vor 6 Jahren, weil natürlich gucken wir auch, was gibt es an Materialien, um Räder leicht zu machen, und Kohlefaser ist in aller Munde. Also wollten wir natürlich schauen, was kann ein Kohlefaserrad? Das ist mit Sicherheit ein sehr gutes Kohlefaserrad. Das ist auch ein schönes Kohlefaserrad. Nicht schlecht. Wir sind hier wieder bei 150 Kilogramm weniger Tragfähigkeit bei dem weniger. Hier. Okay. Weniger Tragfähigkeit. Und die Steifigkeit ist ebenfalls ein bisschen geringer. Haben wir auf den Prüfständen nachgemessen. Du darfst das auch gerne mal in die Hand nehmen, um dir einen Eindruck zu machen. Jetzt bin ich gespannt. Das ist ja gar nicht leichter. Ja, genau, das ist das Thema. Ich hätte jetzt erwartet, das ist federleicht, aber im Gegenteil, es wirkt noch ein bisschen massiver fast sogar. Kohlefaser ist nicht unbedingt die ideale Materialität, um ein Speichenrad zu bauen. Das ist nicht wirklich materialgerecht. Ein Rohrrahmen eines Fahrzeugs, ein Gitterrohrrahmen, der war früher aus Stahl, vielleicht aus Aluminium, den würde ich niemals in Kohlefaser nachbauen. Stimmt, ja. Ich mache was anderes draus, ich mache einen Monocoque. Ja. Da bin ich materialgerecht unterwegs und dann kann ich wirklich Gewicht sparen. Dann würde ich natürlich wieder Räder bauen, die großflächig sind und scheibenförmig sind.
Ich glaube, das würde gut funktionieren. Aber das will eigentlich nicht wirklich jemand haben. Und wie das aussehen würde, ist die andere Geschichte. Ich muss echt sagen, ich bin geflasht. Also ich habe gerade irgendwie, verschiebt sich in meinem Kopf alles, was ich über Kohlefaser gelernt habe als Werkstoff. Aber man sieht, also es gibt auch für Aluminium nach wie vor eine Daseinsberechtigung. Es geht mehr damit anscheinend. Die Räder werden natürlich gerne mit konventionellen Rädern verglichen und damit ist natürlich ein Kohlefaserrad ein super Bauteil, das ist ganz klar. Und wenn du die Entwicklungsgeschichte hier siehst, dann kann man so ein bisschen sagen, für den normalen Radhersteller, Konstrukteur, der sowas kennt, für den ist das Kohlefaserrad was ganz Tolles. Wenn man das mit den Alurädern aber richtig kann, wie wir bei AMG, dann sieht die Welt anders aus. Der Black Series steht direkt hier. Da ist nochmal die nächste Evolutionsstufe sozusagen. Guck ihn dir an. Da siehst du diese Konstruktionsmerkmale noch mal deutlich ausgeprägter. Das heißt, die Tiefe der seitlichen Befräsung und die Befräsung im Narbenbereich hin, oder muss da ich nicht ja viel erklären? Da ist ja fast nichts mehr da. Also da ist ja alles abgetragen, was irgendwie an Material da sein könnte. Man kann komplett durchgreifen fast. Da ist tatsächlich alles rausgenommen, was wir nicht wirklich brauchen. Und das ist im Prinzip, ja, sage ich jetzt mal, das Know-how da drin in diesem Rad. Wie schaffe ich es, ein konventionelles Aluminiumrad, natürlich mit Fünfachsbefräsung, mit aufwendiger Befräsung, so leicht und so steif zu machen wie ein Kohlefaserrad? Aber das hier ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Wir haben ein Project One gebaut und natürlich ist die Maßgabe, bau ein Rad, das noch viel besser ist wie das. Dazu gehen wir nachher an die Powerwall zu Bernhard und dann zeige ich dir, wie es dann noch besser geht wie das hier. Wunderbar, dann gehen wir da mal rüber. Lass uns gehen. And while we head over there, you guys get to enjoy some beauty shots. Wie versprochen, jetzt sind wir in dem Bereich, in dem alle Kreationen, alle Designs entstehen. Raum heißt die Powerwall. Du siehst schon extra Modell, was wir hier ausgestellt haben. Wir haben ein bisschen was an der Wand. Und ganz wichtig, der Bernhard Hans, mein wichtigster Kollege in der Kreation von Rädern. Ohne ihn kann ich quasi nichts machen. Servus. Hi, hi. Felix. Hallo Bernhard. Hi Frank. Ich meine, wir kennen uns ja, wir arbeiten ja tagtäglich zusammen. Für mich war es immer so in der Radentwicklung, du bist der Techniker, du bist der Designer, aber es ist ein bisschen komplexer, ne, das Zusammenspiel. Ich gestalte das Rad dreidimensional mit dem Designer zusammen. Der Designer kommt zu mir und wir überlegen uns, wie könnte das Rad jetzt aussehen? Wie kann ich den Entwurf umsetzen? Schon ein Spannungsfeld. Also wir haben es schon mal kennengelernt in einer anderen Folge, dass das Verhältnis zwischen Technik und Design nicht immer das Einfachste ist. Wie war es denn bei diesen Rädern hier, also wenn die Technik dann mit sehr, sehr strikten Vorgaben auf euch zukommt? Das war nicht leicht. Das war schon eine längere Zusammenarbeit und eine Lernphase für beide Seiten. Nachdem man uns Designern das angeboten hat, Material rauszuschneiden, hätten wir natürlich liebend gerne noch mehr rausgeschnitten. Da kommt aber Frank wieder ins Spiel. Das durften wir nicht hier an der Stelle. Das hat klare technische Vorgaben. War die Technik der Spielverderber. An der Stelle hat es natürlich keinen Sinn gemacht. Ja. Die Löcher sind nicht da zum Showtuning, sondern die Löcher sind schlichtweg an der Stelle da, wo wir kein Material brauchen. Mhm. Das Rad folgt wirklich der Lehre der Lastpfaden und ist eigentlich bionisch fast dargestellt. Es ist deutlich leichter, es ist nochmal am Radsatz ungefähr 4 Kilogramm leichter wie das Aluminiumrad und hat nochmals höhere Steifigkeit. Das ist dann kein Aluminium mehr? Das ist kein Aluminium, das ist geschmiedetes Magnesium. Geschmiedetes Magnesium. Das ist von der Werkstoffseite her wirklich Formel 1 Technologie. Da geht jetzt eigentlich nicht mehr viel mehr. Das ist ja der Knaller. Wir haben quasi 2 neuen Speichensterne, einen hinteren Stern und einen vorderen Stern. Du siehst auch, dass der hintere Stern in der Breite ganz anders ausgeführt ist wie der vordere, weil der hintere nämlich die gesamten Umfangskräfte aufnimmt. Der vordere Stern stützt den hinteren ab, der Steifigkeit der Speiche bei Kurvenfahrt und bei der Radaufstandsfahrt. Mhm. Und der hintere Stern ist für die Umfangskräfte, das heißt Antriebskräfte und Bremskräfte zuständig. Und die Wand zwischen diesen beiden Sternen, die brauche ich zur Abstützung. Und an der Stelle
überall, wo Biegung ist. Und an der Stelle, wo keine Biegung ist, brauche ich die Wand auch nicht. Also ist an der Stelle ein Loch drin. Nicht schlecht, nicht schlecht. Darf ich es mal anheben? Ja, bitte, gerne. Ich bin mal gespannt. Weil das Rad ist ja deutlich breiter nochmal als die wir vorher gesehen haben. Es ist größer im Durchmesser, es ist 3 Zoll breiter wie das, was wir vorher gesehen haben. Es ist steifer, es hat mehr ertragbare Radlast, weil das Fahrzeug nicht nur ein Eigengewicht hat, sondern auch gewaltige Abtriebsaerodynamik. Und somit muss man natürlich das Rad auch dafür resistent machen. Aber wir haben das gleiche Gewicht erreicht. Es ist ebenfalls wieder knapp über 8 Kilogramm. Also es ist wahnsinnig beeindruckend, wie leicht dieses riesengroße Rad ist. Man muss es einfach so sagen. Also echt wahnsinnig beeindruckend. Apropos federleicht. Hinter dir ist was wirklich federleicht ist. Die Carbon-Elemente für dieses Rad. Die sind wirklich federleicht. Die sind wirklich federleicht. Das ist sehr stark designgetrieben. Das ist natürlich auch Technologie. Aber da kann der Bernhard sicher was dazu sagen, wie die Entstehungsgeschichte zu diesem Teil ist. Wir haben ja gewöhnlicherweise nicht unbedingt Aero-Elemente am Rad. Wir sind dann eingestiegen mit dem Serienrad. Grundsätzlich war die Anforderung zuerst mal so. Dann kam die technische Anforderung, wir sollen hier aber noch Schaufeln generieren. Und dann haben wir versucht, hier solche massiven Schaufeln einzubringen, die einmal von innen und einmal von außen auch wirken. Wahnsinn. Das ist eine Kreation, die eng mit dem Frank und auch mit der Aerodynamik zusammen entstanden ist. Ja, man sieht es hier direkt drauf, hier steht ja auch, in welche Richtung das Ganze dann laufen muss. Und man kann sich vorstellen, dass hier über diese riesigen Schaufeln, muss man ja schon sagen, da extrem viel Luft aus dem Rad rausgeschaufelt wird dann tatsächlich. Ja, und diese Beschriftung steht nicht ohne Grund drauf. Wir haben für jedes Rad eine eigene Schaufel. Das ist echt Next Level. Also man sieht, in dem Rad ist noch mal mehr Technik drin, als in denen, die wir bisher gesehen haben. Also die Kombination aus Leichtbausteifigkeit, Aerodynamik, sogar abtriebsfördernde Aerodynamik, bremsenkühlende Aerodynamik, glaube ich, gab es bisher so noch nicht auf dem Markt. Ich schiel schon auf dieses Bild hinter mir, weil ich denke mir immer, was hat es damit auf sich? Das sieht so ein bisschen aus wie eine Heatmap, aber ich glaube, das ist was anderes, oder? Es ist so ein bisschen eine Heatmap für Spannungen am Rad. Wir gehen mal hier wieder zurück zu dem Spa-Design, aber wir wollten hier eigentlich nochmal kurz zeigen, wie die Geometrie der Belastung quasi folgt. Da sieht man auch genau den Punkt, den du angesprochen hattest, mit diesen zwei Sternen, die eigentlich aufeinander liegen und dem Material dazwischen, das man gar nicht braucht, das man wegnehmen kann. Da wird das Konzept natürlich klar. Ja. Und hier sieht man auch noch gut, der Design-Input war, der Wunsch vom Design ist auch, die Speichen so tief wie möglich zur Radnabe anzubinden. Und dann kann ich auf das Serienrad beim X1 schauen. Da war die Schüsselung schon reduziert. Das war eine Vorgabe vom Frank. Und dann können wir nochmal zurückgehen zu diesem Design hier. Da sieht man eigentlich, dass das Rad sehr flach ist. Es ist quasi fast komplett flach. Ja. Ja, genau. Um diese Idealvorstellung, die Frank entwickelt hat, hier auch einzubringen. Ja, da sieht man richtig schön die Distanz zwischen den zwei Bereichen sozusagen des Rades, dem vorderen und dem hinteren Bereich. Und die Schüsselung, du hast es so schön genannt, ne? Das kennt man ja hier besonders deutlich ausgeprägt und im Vergleich dazu hier außen fast gar nicht mehr, aber innen noch sehr stark ausgeprägt eigentlich. Ja. Echt sehr beeindruckend. Also da ist ja wirklich das Ende der Fahnenstange erreicht, was Leichtbau angeht. Mit den jetzigen Herstellungsverfahren bei einem metallischen Rad hast du absolut recht. Hier ist das Ende der Fahnenstange erreicht. Aber ich finde, für so ein besonderes Fahrzeug wie das in Project One war auch so ein besonderes Rad absolut das Richtige. Kann ich nur bestätigen, das Rad war eigentlich auch für mich das Projekt der letzten 10 Jahre, das mich am meisten begeistert hat. Cool. Bernhard, Frank, vielen lieben Dank für diese exklusiven Einblicke. Hat jede Menge Spaß gemacht. Ich habe sehr viel gelernt und ich muss sagen, ich bin schwer beeindruckt von diesen leichten Rädern. Also wirklich sehr, sehr cool. So, if you guys like what you've seen today, don't forget to drop us a like below the video. Subscribe to the channel if you haven't already. Also click the little bell icon, as always. And also write us a comment what you would like us to shoot next. So, yeah, until the next one. Bye-bye.